Ich habe auch einen Cousin in New York, der kann eben auch mit mir sehr gut reden, because I speak English in this way. And when I am in New York, so then I speak with the people and it's quite fluently. Quando estou no Brasil, a gente fala comigo, porque eu consigo falar português. ¿Qué te pasa, compadre? Que venga por acá, que no tenga miedo. Venga, vamos a tomar una cervecita por ahí. Anfangs schon. Aber er hat mir erklärt, dass ich mir das alles sonst wo reinstecken kann. Und dann haben sie Druck gemacht. Er war's, ich weiß das. Ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihnen das Blut runterläuft. Ich kenne diese Art, Mann. Der kleine Mann. Der kleine Mann voller Angst. Und den musst du dir vornehmen, gleich wenn du ihn erwischt hast. Direkt nach der Tat, wenn er noch schwitzt. Haben Sie von Rosbach geschlagen? Ja. Einmal? Ich, nein, nein. Nein, es gibt keinen Vater. Jedenfalls keinen, der kommen würde. Naja, so wie wir die Sache durchgestanden haben, wäre wahrscheinlich auch nur im Weg gewesen, oder?